Tag Leute, willkommen zu Gaming durchgenudelt live. Und wir spielen Dark Souls 3 weiter. Es müsste Teil Nummer 22 sein. Und ich finde, wir kommen relativ gut voran. Es sind schon echt viele Teile. Das ist einer der längsten durchgenudelt überhaupt. Aber ich spiele das Spiel blind, so wie es sein sollte. Und ich hoffe, ich habe jetzt Glück und finde zwei Komparsen. Denn ich habe gestern noch jemanden, ich weiß nicht, ob es noch on-cam war, geholfen, gegen die Endgegner zu bestehen. Hab auch gestern ein bisschen offline gespielt, um einen Schlüssel zu holen. Also ich habe ein bisschen Seelen gesammelt, 20.000, um den Schlüssel zu holen, um dann auf das Dach des Feierlingsschreins zu kommen. Hab eine neue Bewegung hier. Eine tiefe Verbeugung, sage ich mal. Und ich gucke jetzt gerade mal, ob ich hier noch irgendwo jemanden finde, den ich mitnehmen kann. Weil ich würde das, je mehr, desto besser. Zu zweit will ich es eigentlich gar nicht machen. Ich habe ja auch gerade die falschen Waffen noch ausgerufen. Ah, das will ich doch hier. Zack. Wir nehmen das Uchi-Katana. Auch wenn man das wahrscheinlich nicht so ausspricht. Hier ist noch einer. Der König oder König nehmen wir noch mit. Und ich wollte eigentlich schon um 11 anfangen, habe dann aber irgendwann um 4 Uhr doch nochmal eben Dark Souls angeschmissen, um das zu machen. Ich habe mir noch einen Ring geholt, den kann ich euch mal kurz zeigen. Wo es den gibt, zeige ich euch auch. Das ist nämlich hier der silberne Schlangenring, der mir ein paar mehr Seelen beschert. Wieso können die jetzt wieder nicht beschworen werden? Ist doch Käse. Aber er scheint es nicht eilig zu haben. Starten wir auch mal die Zeit. 30 Minuten. Und ich will mich nicht so lange da aufhalten. Nur ich weiß, dass der Weg dorthin gepflastert ist mit zwei ziemlich harten Gegnern, die mir sehr gutes Leben schwer machen können. Wir haben das gestern zu dritt gemacht bei einem. Das war ziemlich easy und es war auch ziemlich cool. Die Gegner sind gar nicht nachgespawnt so schnell. Ach, das ist mal eine Nachricht. Ach, kommt schon. Gib mir jetzt doch wenigstens noch einen. Yes! Okay. Dann zu zweit soll uns lang. Letzte Fetz. Wir sind, glaube ich, Stufe 42 mittlerweile. Haben wir hier die Abkürzung freigeschaltet. Das kennen wir alles noch vom letzten Mal. Falls ihr eine Folge verpasst habt, wie immer. Auf YouTube könnt ihr alles nach und nach nachholen. Nice. So, jetzt mal kurz orientieren. Da müssen wir hin. Boah, der lockt den für mich weg. Glaube ich. Boah. Leiche Zunge. Geile Scheiße. Los, Leute. Wir gehen einfach. Wir brauchen nicht gegen den kämpfen. Ich kann die Sachen auch immer noch holen. Kommt einfach zurück. Warten aber auf den. Alter, der will den doch nicht besiegen, oder? Der will den tatsächlich besiegen.
Alter. Geiler Typ. Okay, geiler Typ. Alter, hat ihn besiegt. Geiler Typ. Richtig nice. Drangstiefel. Dann sammle ich doch noch gleich hier auch den ganzen Shit ein. Alter. Muss man schon sagen, geiler Typ. Große Titanitscherbe, das ist gut, dann kann ich nämlich mein Großschwert aufmachen, dann ist das hier wahrscheinlich. Die Rüstung, geile Scheiße. Hammer. Das fängt super an. Richtig Bock. The Classy Fight. Die. Ein dummer Name. Aber okay. Jetzt warten wir auf die beiden. Alter, die machen jetzt nicht auch noch den anderen platt. Oder? Wir können ja theoretisch hier mal so eine Brandbombe schmeißen. So. Und schön, wenn ihr dabei seid. Wenn es auch nur wenige sind, die sich das hier angucken, weil sie es vielleicht selber spielen wollen. Alles cool. Aber ich finde, mich freut es, dass auf YouTube ist ja der erste Teil mittlerweile oben, doch so viel Andrang, Anspruch findet. Alter, die brezeln die jetzt echt weg. Wow. Alter, ihr seid geil. Auch Finstergeist Kirk ist eingefahren. Shit, Mann. Den kennt man auch aus dem Dark Souls 1. Ich guck mir jetzt erstmal an, welche Pattern der hat. Der war nie sonderlich schwer. Wow, aber er macht gut Schaden, wie man sieht. Ich habe mittlerweile auch 10 Flakons, also kein Thema. Und den sollten wir genügend haben. Ich warte jetzt, bis wir den besiegt haben. Und wir bei dem hier ein bisschen zur Seite stehen. Man merkt schon, wenn man... nicht zu viel wollen. Immer wieder hin, zurück. Der mit seiner Stachelrüstung ist natürlich... So, auch kein Problem. Finstergeist besiegt und auch noch, da bedanke ich mich auch nochmal ehrenvoll. Ihr seid geile Typen. Ihr seid echt geile Typen. So, holen wir uns auch hier nochmal das ganze Zeugs, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, das in Ruhe zu machen. Auch hier liegen wieder jede Menge Sachen drin. Und ja, ich habe Urlaub. Ich habe mir meinen Dark Souls Urlaub genommen. Den alljährlichen. Das habe ich jetzt seit Dark Souls 2 mache ich das. Für Bloodborne habe ich mir auch Urlaub genommen.
Weil... Ich komme. Weil ich bin halt einfach... Ich weiß ganz genau, dass ich dann die ganze Zeit nur daran denke und hier machen und tun. Und da habe ich dann keine ruhige Minute. Und so dachte ich mir... Haben wir das jetzt? Alle. Okay. Machen zweimal das Tor auf. Oh, das erinnert mich auch gerade an Bloodborne. Yes! Danke, liebe Leute. Er beklatscht mich, dass ich's verstanden habe. Nice! Heiliger Zweizack. Und das ist schön. Dass man echt Leute hat, die im Koop spielen, die auch cool drauf sind. Also die helfen einem wirklich. Und das freut mich. Richtig nice. Da merkt man einfach, es gibt PvPler, das sind wahnsinnige Wichser, aber man hat doch, oh, das ist mein Kostüm, man hat doch halt wirklich diesen Ehrenkodex in Anführungszeichen von so Rittern, ne? Also das sind keine, also das sind ganz wenige wirklich miese Bastarde, die dir einfach von hinten reinstechen. Es wird immer fair gekämpft. Also echt der Shit. Und jetzt können wir auch noch den Endboss legen, wo ich, sofern ich keinen Scheiß baue, muss man sagen, sehe ich da keinerlei Probleme. Ich habe auch meinen Clotaire-Ring. Haben die einfach beide Riesen besiegt. Ich freue mich, wirklich. Hammergeil! Ja, die machen es auch richtig hier, als die auf den Bänken. So. Möbel. Oh, das war. Boah! Aber das machen die schon. Oh shit. Oh shit, der geht so runter. Alter, von dem jetzt noch das Großschwert. Die Ritter finde ich übrigens total cool. Das sind wirklich Hammergegner. Und da muss ich sagen, ich hoffe, die sind nicht einmalig. Gucken wir uns noch kurz mal hier um. Da ist nichts. Okay, hier ist ein Aufzug, wo der mich wohl hinführt. Aber egal. Jetzt wird Fratzengeballer betrieben. Ich wechsle schon mal mein Schwert, weil das machen wir jetzt mit dem Großschwert. Bam. Wo seid ihr denn? Ah ja. Das eine auf jeden Fall. Ich weiß, dass man hier an der Stufe eigentlich noch ein NPC beschwören kann. Aber mit dem habe ich wohl nicht geredet. Ah ja. Ich bin da. Are you ready? Ha! Der Trick bei diesem Endgegner habe ich schon gemerkt das letzte Mal. Man muss nur den, der hier so rot leuchtet, so eine Art Kugel, den muss man killen.
der Rest ist eigentlich vorbei. Man sieht, ich bin noch nicht stark genug. Sie haben wirklich einen Hit zu killen. Erstmal eine freudige Bewegung und dann auch noch zutiefstes Verbeugen vor den anderen, die mir wirklich sehr geholfen haben. Und hier. So, hätten wir das geschafft. Gucken wir uns hier mal um. Wir haben echt einiges jetzt eingesammelt in dieser Viertelstunde. Wir haben richtig Fortschritt gemacht dank denen. Das ist halt, wenn man das richtige Team dabei hat, ist Dark Souls wirklich nicht schwerer wie jedes andere Spiel. So, wieder das. Ausgang. Bin ich jetzt dran vorbeigelatscht, ganz dumm? Tatsache. Gut. Jetzt ist die Frage aller Fragen, wo gehe ich weiter? Weil das sieht mir hier sehr doch nach einer Sackgasse aus. Ich könnte mich aber noch ein bisschen umgucken. Ich glaube, das werde ich auch tun. Oder ich gehe zu dem Sohn. Ach, schön. Wie viele Details auch sind. Auch wenn ich glaube, dass das einfach nur so ein Segment ist und das immer wieder kopiert. Aber es sieht fantastisch aus. Da oben sind wir durchgekommen am Anfang. Der Shit. Oh, achso. Ich dachte, der liegt. Liegt vielleicht noch dem sein Großschwert. Mir gut gefallen. Ich muss auch sagen, in den 12, 14 Stunden, die ich jetzt gespielt habe, hätte ich auch echt schon weiter sein können. Also, sagen wir 13 Stunden habe ich gespielt, glaube ich. Weil ich mit diesem Online, weil ich das halt echt gerne spiele, weil es relativ gechillt ist, man hilft Leuten, man kann Leuten ein bisschen was zeigen oder sich auch Selbsthilfe holen. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Wow. Wow. Ja.
Wow. Das große Viech wird da ja nicht durchkommen. Alter. Dann dreht er sich noch einmal rum. Ich wollte eigentlich gegen den Großen da kämpfen, aber ich sehe gerade, ich habe 30.000 Seelen, wenn ich das richtig überblicke. Deswegen werde ich die Beine in die Hand nehmen und die erstmal sichern, weil es macht jetzt keinen Sinn, da blöd zu sterben und das verstreichen zu lassen. Ich glaube, ich habe ja auch relativ gut alles abgegrast. Und genau, bevor ich jetzt nämlich Fortschritt mache, gehe ich nämlich nochmal zurück zu der Mauer bzw. zur Stadt. Ah, hier sind wir schon. Schon zu weit gelatscht. So, das heißt erstmal Feuerwand schreien und dann müssen wir nochmal zu diesem Drachen. Weil da, glaube ich, habe ich auch noch Sachen liegen lassen, die war da oben noch nicht. Und das müssen wir ändern. Und vielleicht funktioniert der ähnlich wie der Drache aus dem ersten Teil. Ich baller da einfach mal drauf. Also Leute, ich spiele ja gar nicht so wahnsinnig lange. Ich dachte eigentlich, ich spiele so 10 Stunden am Tag. Aber das schaffe ich gar nicht. Und zu essen, Fischstäbchen. Ich denke, ich werde mir heute mal auch mal was bestellen oder so. Ansonsten. Und dann mal gucken. So, was machen wir denn? Kondition, Belastbarkeit sollten wir mal gehen. Stärke. Belastbarkeit wäre nicht schlecht. Ah, shit, ich kann nur 2. Ja, machen wir Stärke und Belastbarkeit. Bam, 23.000 Seelen. Weg. Vielleicht können wir jetzt unser Großschwert aufwerfen. Was ist denn hier durchdringen? Großschwert plus 3. Da könnte ich sagen, wahrscheinlich den hier so Zauber drauflegen. Kann das sein? Wir werden einfach das Ding hier auf plus 4. Zack. Wo ist dann mein Uchi-Katana? Ist das da nicht aufgelistet, weil ich es nicht kann? Stachelschwert, Großschwert. Kann ich das jetzt nicht, weil ich das ausgerüstet habe? Oder wie sieht das aus? Oder weil es einfach nicht geht? Dann verstärken die. Okay. Today be careful. 10 Flakons, das ist ja mittlerweile ganz gut. Was machen wir dann? Geht's denn hier hin? Ach, der Kollege. Ah, wir haben ja jetzt sie. Er ist ja gestorben. Vor Begeisterung, dass ich so scheiße aussehe. Und jetzt ist sie aufgetaucht. Bearer of the Dark Sigil. And our Lord of Hollows. For the time thou remainst, our lord, we of Londor shall serve thee. And I, of course, am also thine. Okay, was haben wir denn hier? Unwahrer weißer Ring. Hä? Bewahrt als Hülle ein menschliches Aussehen. Dunkler, unwahrer dunkler Ring.
benötigte Seelen 5000. Den hole ich mir doch. Till we meet again. Alter, wieso leuchte ich eigentlich jetzt so rot? War das schon die ganze Zeit und mir ist es nicht aufgefallen? Rüsten wir den doch mal spaßeshalber aus. Machen die Kapuze weg. Das ist ja cool. Den gab es auch im zweiten Teil. Was sagt er? Sagt er? Joke. Asking us to seek the Lords of Cinder and return. Wir haben wohl gemerkt, dass man es nicht so cool findet, wenn man dauernd hier zugeschwallt wird. So, wir gehen hier hin. Und zwar die hohe Mauer von Lothric. Ja, die Tussi ist, wenn man eben den Typ, den ich gerade gezeigt habe, der vor sich hingesiecht ist, wenn man fünfmal, glaube ich, kann man bei dem aufleveln gratis und bekommt immer so einen Ring der Hüllen dazu. Und sobald man das fünfmal gemacht hat, stirbt er und anstatt ihm kommt dann sie. Und das ist wohl eine Questline. Gucken wir uns doch auch mal an, was wir so bekommen haben, weil das würde mich jetzt doch sehr interessieren. Was haben wir hier? Gewand des Beschwörers. Drangrüstung. Wie sieht die denn aus? Ach, warte mal. Man kann doch hier... Ah ja. Das habe ich nämlich gestern auch mal herausgefunden. Man kann nämlich sagen, hier... Wenn ich alles sieht. Drangstulpen. Das ist die Dranghose. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Haben wir auch einen Dranghelm. Kapuze des Beschwörers. Den Helm haben wir nicht. Wir haben prinzipiell relativ wenig Helme. Den Helm finde ich ja immer noch am geilsten. Jetzt mal gucken, wie das aussieht von der Belastbarkeit. Alter, wie schwer dieses Ding halt einfach ist. Aber ich glaube, wenn man unter 70 ist, war das so? Yes. Hat man die schnelle Rolle. Das heißt, der Punkt in Belastbarkeit hat definitiv was gebracht. Jetzt frage ich euch im Chat, soll ich hier weitermachen oder gehen wir woanders hin? Wo müsste ich dann weiter? Weil ich weiß es jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich bin halt jetzt auch menschlich, was ich vielleicht sogar nutzen wollen würde. Die ganz gut Rosen des Destroyers, Deserteurs wahrscheinlich. So. Okay.
Ich muss sagen, ich war ja schon im Sumpf. Leute. Weggebrutzelt. Und bei dem Sumpf bin ich nämlich nicht weitergekommen, muss ich sagen. Jetzt gucken wir mal, ob wir den irgendwie hier wegholzen können. Nehmen wir die Armbrust. Scheiße, schon mal nicht getroffen. Alter, bin ich blöd? Ich hab so das dumpfe Gefühl, dass eben das nichts ausmacht. Wieso gehst du immer dahin? Ha? Alter, zwei Schläge mit dem Ding. Zwei fucking Schläge. Ich komme jetzt von hier. Komm da rein? Nee. Komm da nicht rein. Okay, das ist unser Abpfiff für diese Runde. Wir machen ganz kurz eine Unterbrechung und dann geht es gleich wieder. Der ermutigende Ritter. Wo finde ich den denn? Ich glaube, mit dem habe ich nicht gesprochen. Glaube ich. Dann werden wir uns aber dort mal hinbegeben und vielleicht mal schauen, dass wir da weiterkommen. In diesem Sinne, dran geblieben und bis gleich mit Dark Souls 3.